Hey, herzlich willkommen, ich bin Daniel und heute zeige ich dir meine 10 Top-Sehenswürdigkeiten aus Toronto in Kanada. Viel Spaß dabei. Toronto ist die größte Stadt in Kanada und befindet sich am Lake Ontario, also dem Ontariosee. Und außerdem geht die Grenze zu USA und Kanada genau durch den See und du bist innerhalb von 100 Kilometern schon in den USA und kannst deinen Roadtrip in die USA starten. Toronto ist außerdem interessant, vor allem für dich, wenn du Work and Travel machen willst, weil du ja am Anfang überlegst, in welcher Stadt möchtest du denn eigentlich starten? Vancouver im Westen oder im Osten, Montreal oder Toronto. Das sind so die drei großen Städte. Übrigens habe ich eine komplette Anleitung geschrieben und auch Videos gemacht, wie du dein Working Holiday Visum bekommen kannst. Das verlinke ich dir auf jeden Fall mal hier oben. Lies dir das mal durch. Kommen wir zur Sehenswürdigkeit Nummer 1. Das sind die Toronto Islands. Wenn du in Toronto bist, und Toronto ist ja die größte Stadt in Kanada mit aktuell, glaube ich, 2,6 Millionen Einwohnern, dann kann das Ganze ganz schön busy sein. Und da ist es ganz cool, dass du auf die Toronto Islands fahren kannst. Das sind drei Inseln, die sind miteinander verbunden und du brauchst nur ein Boot nehmen, um quasi dort dann zu chillen. Das Coole dabei ist, nicht nur die Natur und das Auschillen, sondern du hast eine unglaublich schöne Aussicht auf die Skyline von Toronto. Kommen wir zur Sehenswürdigkeit Nummer 2 hier auf der Liste und das ist der St. Lawrence Market. In jeder Großstadt, also ich habe mittlerweile ja schon ich habe jetzt 5 Jahre Weltreise hinter mir und in den 5 Jahren Weltreisen habe ich schon in einigen Großstädten gelebt und was in den Großstädten immer cool ist, ist, du hast so viele Menschen von unterschiedlichen Kulturen, die auf einen Fleck zusammenkommen und da kannst du die besten, coolsten und schönsten Sachen essen, kulinarisch, außergewöhnlich und da bietet sich der St. Lawrence Market auf jeden Fall an, also wenn du ein Feinschmecker bist, geh auf jeden Fall da vorbei, es lohnt sich da einfach mal durchzulaufen und dir diese ganzen Eindrücke, diese Gerüche, alles mal durch, ja, mit deinen Sinnen das aufzufassen. Aufzunehmen, aufzuschnappen. Du weißt schon, was ich meine. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, das sind die Niagara-Fälle. Die sind technisch gesehen nicht in Toronto, befinden sich aber nur 90 Minuten von Toronto entfernt. Und wenn du die noch nie gesehen hast, dann solltest du auf jeden Fall da einen Abstecher machen und dir das mal anschauen. Du kannst sowohl von der kanadischen Seite aus die Niagara-Fälle anschauen oder du kannst sie auch von der USA-Seite aus anschauen. Und wusstest du, dass die Niagara-Fälle mittlerweile schon so ummodelliert wurden, umgebaut wurden, dass die sogar den Wasserflussmenge regulieren können, die da durchfließt und nicht. Ich wusste es nicht, bin durch den Zufall bei einer Recherche wegen den Niagara-Fällen einmal darauf gestoßen. Trotzdem eines der unglaublichsten, ja, Natur-Mensch-Spektakel, die es gibt. Kommen wir zur Sehenswürdigkeit Nummer 4, das ist die Distillery Historic District. Also quasi im Herzen von Toronto findest du diesen Bereich mit alten Bauwerken, unglaublich vielen Shops, Boutiquen, Essen, Fun, alles, Entertainment. Dort findest du, wenn du nach Spaß suchst, wenn du shoppen willst, dort wirst du alles finden. Schau dir das auf jeden Fall mal an und auch nur, wenn du schlendern möchtest und dir diesen Teil der Stadt angucken möchtest, das ist Teil Nummer 4. Kommen wir zu Highlight Nummer 5 hier von der Liste und das ist, wenn du in Kanada bist. Die Kanadier haben einen Nationalsport und das ist Eishockey. Und Eishockey, die sind regelrecht süchtig danach. Das heißt, wenn du in Kanada bist, solltest du unbedingt mal dir ein Eishockeyspiel anschauen oder dich zumindest mal mit dem Thema beschäftigen, denn die sind regelrecht verrückt. Und Toronto ist die perfekte Stadt dazu, denn hier gibt es auch das Hockey Hall of Fame. Das befindet sich im Air Canada Center. Das ist ein Riesencenter, wo außerdem neben dem Hockey-Ding auch noch jede Menge Events abgehalten werden. Das heißt, wann immer du in Toronto bist, schau auf jeden Fall mal nach, was als nächstes wieder im Air Canada Center so abgeht. Vielleicht ist da irgendein cooles Event, vielleicht kommt irgendjemand vorbei, irgendeine coole Veranstaltung, irgendwas. Schau dir das auf jeden Fall an, lass dir es nicht entgehen. Falls du mich schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass ich voll viel mit Fotos und Videos zu tun habe. Ich meine, hier auf YouTube. Anyway, was gibt es Schöneres, als seine Fotolust auszuleben in einem Schloss? Und da gibt es in Toronto das Casa Loma. Und das ist Punkt Nummer 6 hier von der Liste. Schau dir das Casa Loma an. Egal, ob du Fotos für Instagram machen möchtest oder einfach nur mal schlendern möchtest, dich selbst in die Vergangenheit zurücksetzen. Das ist ein unglaublich schönes Schloss. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Geht da vorbei. Also Toronto hat ja schon einen Rekord nach dem anderen. Aber jetzt kommt gleich noch der nächste. Punkt Nummer 7. Toronto hat den größten Zoo der ganzen Welt. Mit über 400 verschiedenen Arten kannst du dir auf jeden Fall eine Menge... Du kannst mir in den Kommentaren deine Meinung dazu sagen. Bist du ein Zoogänger? Schaust du dir sowas an oder nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach meinen 5 Jahren Reisen, ich bin zerrissen, was die Meinung angeht. Auf der einen Seite kann ich voll verstehen, es gibt viele, viele Menschen, die mit den Zoos zusammenarbeiten, die ganze Tierarten erhalten und sich wirklich drum kümmern, auch mit dem Geld was Positives machen. Gleichzeitig, Tiere gehören nicht in den Käfig, richtig? Also,
Schwierig. Wo stellst du dich dahin? Wie ist deine Meinung? Da bin ich echt gespannt. Lass es mich wissen in den Kommentaren. Kommen wir zu Highlight Nummer 8. Das darf auf der Liste auf keinen Fall fehlen. Wenn du in Toronto bist und du möchtest dir auch die Stadt von ganz oben anschauen, dann geh auf jeden Fall auf den CN Tower drauf. Der CN Tower, also Canadian National Tower, ist ein Fernsehturm und ist über 553 Meter hoch und gilt laut den Ingenieuren von den USA als eines der 7 Weltwunder der modernen Baugeschichte. Also da solltest du auf jeden Fall mal hingehen und dir das auch anschauen. Wie schon gesagt, als ob Toronto nicht schon einen Rekord nach dem nächsten Jahr, kriegst du jetzt mit Punkt Nummer 9 auch noch das größte Museum in ganz Nordamerika. Das Royal Museum of Ontario. In diesem Museum gibt es so viel Artenvielfalten, Kulturen der ganzen Welt, aller 7 Kontinente. Du kannst also so viel Wissen und so viele interessante Sachen dort finden. Und selbst wenn du kein Museumsgänger bist, allein das Gebäude von außen ist auf jeden Fall was wert. Dein Instagram wird geboostet, du wirst nach oben schießen, wenn du allein nur das Bild von dem Gebäude online stellst. Das ist halt echt der Hammer. Kommen wir zu Punkt Nummer 10 und das ist Chinatown und der Kensington Market. Egal in welcher der Großstädte ich bisher immer war, immer die Großstädte, die in Chinatown haben, haben mich irgendwie fasziniert. Und Toronto ist da keine Ausnahme. Denn Toronto hat ebenfalls ein Chinatown, wo du ganz unterschiedliches Essen bekommen kannst, die Vielfalt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also wenn du schon mal in einem Chinatown warst, dann weißt du, glaube ich, von was ich gerade spreche. Lass mich wissen, ob du schon mal in einem Chinatown warst. Vielleicht spreche ich ja gerade nur aus meiner Erfahrung und du hast einfach noch gar keine Ahnung. Es ist halt echt so, dass du das Gefühl hast, du wärst schon wieder in eine ganz andere Stadtteil, eine andere Stadt in einem anderen Land eingetaucht, wenn du in Chinatown reingehst. Ich hatte dasselbe Gefühl auch schon in Vancouver in Chinatown und auch vor allem in Melbourne, Australien in Chinatown da ist. Well. Aber Toronto, schaust du auf jeden Fall an. Und wenn du in Chinatown bist, gibt es auf der Baldwin Street den sogenannten Kensington Market. Und der Kensington Market in Toronto ist bekannt für all seine exotischen Produkte. Also da musst du auf jeden Fall mal durchgehen, um dir das einfach nur mal anzugucken, das zu visualisieren und ja, Spaß zu haben und einfach deinen Tag zu genießen. So, das waren meine 10 Tipps, aber ich habe noch einen Bonustipp für dich. So, denkst du, dass Toronto fertig ist mit all seinen Rekorden? Nee, mit dem Bonustipp gebe ich dir das Ripples Aquarium. Das ist das größte Indoor-Aquarium ganz Kanadas. Und wenn du dir sowas auf jeden Fall mal angucken möchtest, dann schau da auf jeden Fall vorbei. Ich habe auch noch einen Artikel zu diesem ganzen Thema hier geschrieben, Toronto, die Sehenswürdigkeit, noch ein paar Informationen, Fakten dazu geschrieben und es gibt noch ein paar Tickets günstiger, als wenn du direkt vor Ort hingehst, die du direkt über meine Webseite bekommen kannst. Also schau auf jeden Fall vorbei, workingholidaycanada.de. Folg mir auch auf Instagram, ich habe einen Instagram-Account jetzt endlich mal gestartet mit nur Travel-Inspiration. Das ist workingholiday.blog, schau da auch auf jeden Fall vorbei. Und wenn du nicht in Toronto ankommst und du möchtest auf der anderen Seite ankommen, in Vancouver, was sind die Sehenswürdigkeiten da? Dann schau dir auf jeden Fall dieses Video hier an. Hit like, subscribe und ja, hau die Glocke, damit du auch in Zukunft weitere Benachrichtigungen bekommst, wenn ich weitere Videos online stelle. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und danke, dass du das Video angeschaut hast. Ich bin Daniel. Ciao.